So, hallo, wir machen weiter. Bei Portal 2 Reloaded. Wir stehen vor der letzten Testkammer des angekündigten Testabschnitts. Testkammer 25. Entweder die verläuft noch normal, auf dem Weg dorthin passiert irgendwas, oder. Wir werden sehen. Meiner Meinung nach müssen noch Gele kommen. Meiner Meinung nach müssen noch Gele kommen. Ich bin gespannt, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Oder gehlen wird. Bitte schaltet nicht gleich ab. Welcome to the final chamber. Don't get overwhelmed. Take everything one step at a time, and you will soon find the solution. Okay, es kommen noch keine Gele. Dann würde ich vermuten, dass es nach 25 Testkammern noch mehr gibt. Ist jetzt einfach mal meine Prediction. Nach 25 Testkammern gibt es noch mehr. Es ist nicht zu Ende. Es ist nicht zu Ende. Garantiert nicht. Und dann kommt im Finale kommt das Gel. So wird es jetzt wohl laufen. Okay, 1, 2, 3, 4. Das sind also irgendwelche Laser, durch die ich nicht durch kann. Werde ich instant gekillt? Gut. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ich darf dir also nicht mal ansatzweise berühren. Gut. So. Aber die kann ich auch nicht ausschalten, ne? Doch, die kann. Ah, okay, das sind verschiedene Laserdinger, die die ausmachen können, theoretisch. Okay. I see, I see, I see. Da oben ist ein Zeitportal-Only-Ding, deswegen kann ich mich da nicht hochporten, sonst wäre es ja viel zu einfach. Da ist auch ein Zeitportal-Only-Ding. Wie sieht's in der. Ah, was macht der? Der macht einen Würfel. Der macht so einen Würfel. Dann hole ich mir den doch gleich mal. Weil was man hat, hat man. Warum wird jetzt alles viel langsamer? Gerade hat sich das noch viel schneller gedreht, ne? Aber gut. Wie gesagt, holen wir uns den mal. Dann haben wir den schon mal. So. Aber jetzt sind die Dinger viel langsamer gerade geworden. Oder bilde ich mir das ein? Keiner. Bin gerade irritiert. Okay, hier kommt eine Brücke raus, irgendwann mal vielleicht, wenn man sie einschalten würde. Das hier ist Nummer 1. Das heißt, ich will als erstes, will ich irgendwie einen Laser hier reinbekommen. Da oben ist eine Fläche für einen Laser. Die kann hier raus. Der Würfel kann das hier auslösen. Tor 1 ist damit zu. Tor 2. Muss erstmal mal finden, wo es ist. Da ist der Laser für Tor 3. Das, nee, da ist Tor 4 selbst. Ach, da ist der Laser für Tor 2. Okay. Also muss ich den Laser jetzt so setzen, dass sowohl das hier angedingst wird, als auch das hier. Gut, dann gehen wir doch jetzt mal in die Zukunft. Denn dann liegt ja hier auch ein Würfelchen rum. Hier, da hier der Laser auf jeden Fall nicht ist, ist jetzt schon klar, dass wir die Lösung hundertprozentig in der Gegenwart erledigen müssen. Weil in der Zukunft habe ich, wie gesagt, keinen Laser. So. Folgendes könnten wir jetzt probieren. Wir müssen es schaffen, dass das aufgeht und das aufgeht. Das müssen wir schaffen. Weil viel mehr haben wir noch nicht zur Verfügung. Das war chillig. Weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber ich habe es halt mal probiert.
Also. Ich kann den Laser natürlich auch hier rausschicken. Na, ist klar. Dann kann ich mit dem das aufmachen und er trifft das. Aber ich denke, was ich wirklich treffen muss, ist, eigentlich muss ich nur dieses Ding treffen, ne? Oder muss ich wirklich beides treffen? Ich muss sowohl das treffen als auch das. Ach so! Das löst hier hin und das geht hier. Okay, verstanden. Ich muss wirklich beide treffen. Gut. Dann ist die Lage von dem Würfel auch mal relativ klar. Wirklich ungefähr so. Ungefähr so. Jetzt ist hier zu. Jetzt ist das Ding... So komme ich durch die 2, aber jetzt nicht mehr durch die 1, ist klar. Der Würfel kann entweder nur da oder da sein. Und ich kann das Tor mit dem Laser von dort oben nicht ändern. Ich kann jetzt hier durchsteppen. Aber ich kann jetzt hier praktisch nicht... Okay, doch, ich hab's verstanden. Ich muss jetzt halt irgendeinen Weg finden, den Laser umzustellen. Oh, da oben ist die 4 übrigens. Okay, die 4 ist ja auch simpel. Da muss ich dann das Ding, das Portal umstellen. Aber ich muss jetzt sozusagen den Laser so umstellen, dass ich auf irgendeine Art und Weise einen Würfel so lege, dass er dann entsprechend da reinzieht. Das geht aber, das ist möglich. Ich muss es nur vorher einstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Würfel soll hier sein. Na, jetzt ist hier natürlich wieder offen. Und der Würfel würde da jetzt passend liegen, könnte das funktionieren. Aber ob er da passend funktioniert, ist wieder eine andere Frage. Was ist, wenn ich ihn hier hochsetze? Ah, jetzt hat sie den einfach irgendwo hingejietet. Okay. Ich kann da auch nicht durchschießen. Gut. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ha, hier! Treffe ich dieses Portal von da drüben? Treffe ich dieses Portal? Das wäre die Lösung. Kann ich von hier aus dieses Portal treffen? Ja, easy. Dann lege ich jetzt den Würfel passend. Dann machen wir das Portal hier auf. Dann machen wir das Portal hier auf. Moment, ist das jetzt ein... Bleibt das jetzt hier, wenn ich woanders auch eins setze? Nein, das verabschiedet sich dann, okay. Warum will ich dann überhaupt... Das hat so gewirkt, wie wenn ich hier sozusagen so einen Checkpoint habe. Aber offiziell habe ich hier eigentlich gar keinen Checkpoint. Ne? Ich kann jetzt halt aus der Zeit wahrscheinlich irgendwas versuchen zu holen oder so. Keine Ahnung. Ich kann jetzt die Brücke holen. Warum sollte ich die Brücke holen wollen? Wo ist die 3 nochmal gewesen? Da oben. Okay. Ist da, wo die 3... Ist da, wo der... Nein, das passt nicht zusammen. Das ist nicht das... Okay. Ich hatte eine Idee, aber das funktioniert so. Ich brauche jetzt den Laser. Der Laser muss jetzt hier hintreffen. Irgendeins von den Würfeldingern muss jetzt hier hintreffen. Da
Das ist ja auch interessant. Okay, was passiert denn, wenn ich jetzt... Ah, nee. Das ist ja richtig strange. Ich muss es ausprobieren. Ich meine, was ich jetzt gemacht habe, kriege ich jederzeit wieder hingebaut. Nein! Das war das Falsche. Das war, was ich nicht wollte. Ah, shit. Krieg ich das zurück? Ja, ich krieg's zurück, okay. Ich wollte, dass er nach oben geht. Weil von der Richtung her, ne, die Richtung passt. Wenn er jetzt da hoch geht, trifft er das Ding. Und zwar für einen ganz kurzen Moment. Und dann macht er die 4 auf. Für einen ganz kurzen Moment geht das hier auf. Soll ich wirklich in dem kurzen Moment da durchsteppen können? Weil stoppen kann ich es nicht in dem Moment, ne? Also, da habe ich keine Chance zu. Wann trifft er das Ding denn? Oder hat er sich jetzt... Oh nein, hat er sich jetzt... Hat er sich jetzt, dadurch, dass er da oben gelandet ist, hat er sich dadurch jetzt verstellt? Der wird irgendwo gestoppt. Ich dachte, der fällt jetzt da irgendwie... Ach, nein! Ich habe ihn da reingefahren. Ah, okay. Okay, jetzt habe ich es wirklich verkackt. Jetzt kriege ich ihn nicht mehr. Den kriege ich nicht mehr. Okay. Ja, den kriege ich nicht mehr. Gut, nochmal. Ist aber nicht so schlimm. Ich verstehe jetzt nur nicht, was am Ende mir die... das Zeitportal da hätte nützen sollen. Ich sehe jetzt gerade noch keinen Nutzen von dem Zeitportal. Bin ich ganz ehrlich. So. Portal zum Laser. Laser richtig setzen. So, dann ist er nämlich wirklich jetzt wieder so gesetzt, dass sozusagen die Richtung passt. Oh, das ist so genial. Das ist so genial, wie das funktioniert. Problem ist jetzt, wie gesagt, nur, dass ich ein bisschen Bedenken habe, dass mir das, die Zeit, während das Ding aufgeht, dass mir das nicht reicht. Aber wir werden sehen. So, Laser hier hin. Ich steppe durch die 1. Laser hier hin. Ich steppe durch die 2. So. Portale erstmal komplett umsetzen. So. Portal hier hin. Portal hier hin. So, wie viel Zeit habe ich jetzt? Das ist ultra knapp. Das ist ultra knapp. Ich muss das Orangene versetzen. Aber ich muss aufpassen, dass er nicht fällt. Weil wenn er fällt, wenn er gefallen ist, dann dreht er sich. Dann hat er seine Richtung verloren. Dann trifft er nicht mehr dahin. Das ist das Problem. Dann trifft er da nicht mehr hin. Ich muss da jetzt böse aufpassen. Ich könnte eigentlich das Blaue einfach versetzen, oder? Das Orangene kann ja da unten bleiben. Ihn dann rechtzeitig wieder fangen. Jetzt, oh Alter. Scheiße. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Okay. Oh, das hat... Okay, das hier ist der Checkpoint.
Gut, und er lag da ja eigentlich ganz gut. Er lag da ja eigentlich nicht komplett verkehrt. Na, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, er lag da ja nicht verkehrt. Ja, es hat ja ihn in die Lage gebracht, in die er gebracht werden soll. Okay, dann kann ich es einfach ausprobieren, bis ich durchkomme. Ist okay. Machen wir es so. Das war zu bald. Ist cool, dass ich hier starte. Finde ich gut. Sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Nehme ich so mit? Gar kein Problem. Ha! Oh, jetzt kann ich hier durchsteppen. Jetzt brauche ich hier noch wahrscheinlich einen Würfel oder sowas. Hier gibt es jetzt wieder ein Zeitportal. Wenn jetzt hier noch ein Würfel wäre, wäre ich fertig. Die Frage ist, kriege ich hier einfach einen Würfel rüber? Und die Antwort lautet, wenn ich mich geschickt anstelle, vielleicht ja. Das Ding ist doch, dass dieser Würfel jetzt da oben ist. Der wird da ja weggedrückt. Ich setze ihn jetzt mal vorsichtig runter. Das war nicht, was ich wollte, aber dann kann ich jetzt zumindest testen, was ich wollte. Ja, er wird hierher gebracht. Er wird hierher gebracht. Okay, kriege ich ihn jetzt von da irgendwie weg? Kriege ich ihn von da nochmal irgendwie weg? Nee. Ich hab die Brücke noch nicht mal genutzt. Hä? Ich... Ach, mit der Brücke legt man den da drauf. Mit der Brücke legt man den da drauf, dass er das hält. Die Brücke nutzt man eigentlich, dass er da drauf hält. Lol, ich habe die gar nicht genutzt. Ja, ist mir recht. Ist mir recht, okay. Das Problem ist, ich habe es jetzt versaut, weil er jetzt da liegt, wo er nicht liegen darf. Ich hoffe, dass ich hier starten darf, ansonsten mache ich einfach den Trick nochmal von gerade. Dass man da so kurz durchsteppen kann, das ist gebreakt. Ich verstehe, wie es gedacht war. Mit der Brücke sollte man eigentlich den Würfel da drauf legen. Ja, ich starte hier. Perfekt. Perfekt. Okay. Also, passt auf. Ich kann es eigentlich so machen. Zack. Zack. Er ist sogar bis hierher geflogen. Es hat von der Geschwindigkeit her gereicht. Ich dachte, ich muss das mit dem Tunnel machen. Ja, okay. Okay. Ciao. Nicht ciao. Was habe ich falsch gemacht? Ah, er muss gleichzeitig gedrückt werden. Ah, es müssen beide Schalter gedrückt werden. Got it. Okay. Das heißt, es muss... Okay, jetzt wird's interessanter. Jetzt wird's interessanter. Schade. Ich dachte, ich bin durch. Jetzt wird's eine Spur interessanter. Weil das bedeutet ja Folgendes. Ich brauche einen Würfel hier und ich brauche einen Würfel hier. Ich krieg den Würfel da. Krieg ich den da jetzt hoch aus der Position, in der ich bin? Krieg ich das noch hin? Lasst mich mal überlegen. Ich meine, ich komme ja wieder in die Position hier rein. Wenn ich es jetzt versauen sollte, ich komme ja wieder in die Position hier rein. Wird jetzt hier rüber gebracht? Sehr nice. Wir haben's. Wir haben's. Das war überhaupt nicht viel schwieriger. Und ab nach oben. Tschüss. Ah, jetzt ist der wieder weg. Jetzt ist der natürlich wieder weg. Hab ich vergessen. Ja, jetzt ist der wieder weg. Okay. Wir haben es noch nicht ganz. Lol, der dreht sich automatisch richtig. Das wusste ich nicht. Sehr angenehm. Dachte, ich muss den vorlegen.
aber der dreht sich automatisch einfach richtig. So, jetzt, wenn ich den anderen noch hier hätte. Ja, klar, dadurch, dass ich den verschoben habe, hat sich der verabschiedet. Daran habe ich nicht gedacht. Das ergibt aber natürlich vollkommen Sinn. Okay, wie kriege ich jetzt... Ja, doch. Der bleibt hier. Der ist da oben. In der Zukunft ist der auch da. Ist er da? Ah, in der Zukunft hat es ihn jetzt dahin gejietet. Na, wenn ich jetzt in die Zukunft gehe, dann war er da oben, ist da runtergeknallt und da durch. Also das muss ich verhindern natürlich. Da muss ich jetzt hier die Portale wegmachen. Und zwar so. Und so. So, und wenn ich jetzt wieder das Ganze neu starte. Und den kurz bewege. Einfach nur ganz kurz bewegen. Zack, zack. Dann müsste es mir jetzt in der Zukunft den Würfel hier hingeschossen haben. Jetzt ist hier nicht das Portal. Okay. Lasst mich kurz nach. Wir sind wirklich ganz nah dran. Wir sind ganz nah dran. Geht das, wenn ich schnell genug bin? Das geht nicht, da komme ich nicht schnell genug hin. Ja, jetzt liegt er da. Sehe ich jetzt, wie der andere Würfel sich bewegt? Ja, na, den zündet es jetzt da. Oh, jetzt hat es ihn ganz weggezündet. Auch witzig. Wenn ich hier das Portal neu öffne, wird dann die Zukunft neu geladen? Nee, der Würfel bleibt weg. Okay, ich muss den bewegen, damit sich wieder was tut. Genau, da haut er ab. Da haut er ab. Jetzt liegt er hier. Ich könnte jetzt natürlich so lange rumprobieren, bis er passend liegt und einfach auf mein Glück vertrauen. Würde auch gehen. Oh, perfekt. Perfekt. Nicht ganz, weil ich hier keinen Tunnel habe. Ich habe hier keinen Tunnel. Ich habe hier keinen Tunnel. Okay, nicht ganz perfekt. Wieso habe ich hier keinen Tunnel? Der ist einfach nicht da, ne? Der ist einfach nicht da, der Tunnel. Okay. Oder hätte ich den einschalten? Nee, Quatsch. Der war, glaube ich, von Anfang an der Tunnel, ne? Den habe ich nicht erst eingeschaltet. Okay, ich habe hier keinen Tunnel. Ich habe hier aber eine Brücke. Ich habe hier aber eine Brücke. Der fliegt viel zu weit weg. Der fliegt viel zu weit weg. Aber wieso eigentlich nicht so gerade runter? Das verstehe ich jetzt nochmal über. Wieso fliegt der eigentlich. Ja, eben. Wieso fliegt der eigentlich so und nicht gerade runter? Müsste der nicht normalerweise einfach fallen und gut ist? Müsste der nicht einfach fallen und gut ist, so wie er da oben ja hingedrückt wird? Wieso fliegt der da runter?
Okay, das verstehe ich noch nicht so ganz. Müsste der nicht einfach gerade fallen, wenn ich das Ding wegmache? Warum zieht der so weg? Warum macht der so eine... Kann ich das mal irgendwie sehen, wie der sich bewegt? Hey, ich darf nicht durch. Jetzt darf ich durch. Das war ja wild. Wieso fliegt er denn so quer? Wieso fliegt er nicht gerade runter? Das ist nicht was... Das ist nicht... Das verstehe ich nicht. Aber ist okay. Mach, wenn du denkst. Wenn es dich glücklich macht, dann mach das. Wenn dich das so glücklich macht, dann tu das einfach. Das ist okay. Okay, also der letzte Schritt bereitet mir jetzt noch ein bisschen Probleme, ein bisschen Kopfzerbrechen. Ich will halt ungern hier runtergehen, weil dann muss ich durch die ganzen Tore wieder durch. Und ich würde ungern den hier verlieren. Weil dann, ich meine, gut, Notfall startet man wieder von vorne, ne? Es wäre schon möglich, so ist es nicht. Also das Problem ist halt, der darf nicht mehr bewegt werden, sobald er da oben ist. Der muss den festhalten. Und der andere muss dann den hier drücken. Und wenn ich den anderen in der Zeit hier hochbekommen würde, auf die... Hä? Okay. Auf diese Fläche hier, wenn ich den hier hochbekommen würde, auf diese Fläche, dann wäre ja alles cool. Und ich bekomme ihn auf diese Fläche, wenn ich ihn hier durchschicken kann. Aber komischerweise fällt er da nicht raus, weil er irgendwie komplett woanders hin gezogen wird. Und das verstehe ich nicht. Na, das verstehe ich einfach nicht. Muss den wieder bewegen, dass sich irgendwas tut, ne? Hm. Ach, das muss ich so aufmachen, okay. Hm. Wenn ich es jetzt versetze, versetzt ist es leider auch in der... Das ist das Problem. Na, wenn ich jetzt mein Portal versetze... Ja, ich habe es jetzt schon versetzt. Das hat sich wieder verabschiedet. Wieso hat sich das jetzt eigentlich wieder verabschiedet? Ich habe doch gar nichts gemacht. Noch ist es da. Ha. Ich muss ihn doch nur gerade runterfallen lassen. Wieso fällt er nicht gerade runter in der... Das ist das, was ich nicht verstehe. Dass er hier nicht gerade runterfällt. Wenn ich den hier wegmache. Sondern dass der so quer abhaut. Da ist doch nichts, weshalb der quer abhauen müsste. Ich meine, ich kann auch wieder hier versuchen, vorher den hier irgendwie so zu fangen, dass er da... Boah, wie ist denn das jetzt richtig? Würde er jetzt so zumindest... Aber der bleibt da nicht drauf liegen. Niemals. Das ist zu... Das ist noch zu hoch. Der fällt da noch zu weit. Und er fällt ja auch ganz komisch. Der fällt ja irgendwie so quer weg. Das verstehe ich nicht, warum der so quer wegfällt. Na, da! Der fällt einfach ganz komisch. Jetzt liegt er da. Wieso? Wieso tut er das?
Wieso tut er das? Und ich kann seine Position ja nicht... Sobald ich ihn bewege, passt sich seine Position ja an. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Sobald ich ihn bewege, passt sich seine Position an. Das gibt's doch nicht. Ich meine, wenn ich jetzt sterbe, ich muss es mal kurz testen, wo ich dann lande. Wo lande ich, wenn ich jetzt sterbe? Ich muss es kurz testen, damit ich weiß, wo mein Checkpoint ist. Dass ich weiß, wo ich starten kann. Okay, ich starte hier, wo... Okay, gut, sehr schön. Wo der noch in dieser Zeit ist. So. Problem ist, wenn ich jetzt den bewege, ist vorbei. Weil dann wird der hier oben weggesetzt. Na, nützt mir nichts. Oh! Nein, anders. Anders. Ganz anders. Kommando zurück. Kommando komplett zurück. Watch out. Watch out. Ich hab's. Ich hab genau verkehrt rum gedacht. Ich hab genau verkehrt rum gedacht. Aber ich finde es gut, dass der sich automatisch dreht. Das ist sehr angenehm. Ich habe es ja versucht so zu setzen, dass er passt. Und dann dachte ich, wenn er hochgezogen wird, passt er auch. Aber er dreht sich hier sowieso automatisch dahin. So, und jetzt kommt zu Papa. So. Und wo liegt er jetzt? Richtig, hier. Und was kann ich jetzt tun? Richtig, ich kann jetzt mit ihm einfach das gleiche machen, wie gerade eben, mit dem anderen Würfel. Ich kann ihn den Schalter drücken lassen. Hab viel zu kompliziert gedacht. Viel zu kompliziert gedacht. So ist der Regen. Der Regen. Was? Ich erfinde einfach neue Sprüche. So ist der Regen. Richtig. Wer sagt's nicht? So. Abflug. Und wir haben die Brücke nicht genutzt. Das heißt, wir haben es auf jeden Fall gebreakt. Aber wie gesagt, ich glaube, die Brücke war für das dritte Tor da, dass der kurz gehalten wird. Das dann umzusetzen ist auch nicht sonderlich schlimm. Na, dann holt man sich aus der Zukunft die Brücke, setzt die da durch und dann bleibt er da drauf liegen. Das ist nicht dramatisch. Das war Kammer 25. You really did it. You've proven to be capable of nearly anything. Now it's time for your real mission. Genau. Und was die reale Mission ist, sehen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.